Aber es sollte eigentlich kein Problem sein. Da ist eigentlich nur das Problem, dass man so wenig Waffen hat und die meisten dann halt ziemlich schnell kaputt gehen. Hey Dens, remember when we had to push that piss-soaked mantlet up to the gates of Byron Castle? This smell is taking me back. How could I forget? You've been stuck to my side ever since. All these flies to their dung. Ja, Herr Nox, das ist einigermaßen schwierig. Das ist so an sich schon ziemlich nervig, weil halt fast nur diese Wikinger kommen, die eigentlich die stärksten Gegner im Spiel sind. Und da muss man am Ende noch gegen Flandre kämpfen. Und der hat es auch wieder ätzend, wenn man da verkackt, muss man das ganze Level nochmal machen. Mein ganzes Nächste mit. Aber auch hier kann man erstmal skippen. Und zwar kommen in dem Garten hier insgesamt 12 Gegner. Wenn man sich hier vorne positioniert, kann man aber die letzten 6 Gegner skippen. Und das sollte man auch machen, damit man nicht die ganzen Waffen kaputt macht. Nehme ich meine Armbrust und schieße den Typen ab. Und dann muss ich hier schnell durch. Man hat nämlich ein kleines Zeitfenster, an dem man schon durch das Tor durch kann. Und dann ist man hinter dem Tor, wenn die restlichen 6 Gegner vorne spawnen. Das heißt, die können dann ja nichts mehr tun. Ah, der hat mich gehittet, der Nazi. Ist er tot? Nee. Es wäre ja auch gut gewesen, wenn mein Gegner nach einem Schuss tot wäre hier. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn die Munikiste? Da ist die Munikiste, weil ich brauche die jetzt. Das ist nämlich der Fight, den ich gestern angesprochen hatte, wo man Esteban tanken lassen kann und den Boss mit der Armbrust killen. Das macht das Ganze um einiges einfacher. So, komm her, hier, Esti. Starke Kuh! Ja, die Axt sieht wirklich aus, als wenn die aus Pappe ist. Ich finde auch generell, die sieht ziemlich seltsam aus. Nicht wie eine Axt. Es sieht aus wie so ein Tabar aus Diablo. Aber beziehungsweise generell ein Tabar. Is this all that remains of the grandeur of the Greeks? Whiners and liars! We should have pillaged your city on the day we arrived. And never placed our trust in your emperor. Any last words, Captain? Heretics! If not by my hand, the Lord will send more of his warriors to oust you from our land. Despicable worms. Ah, look who's here. Our two traitors, and thieves at that. What? Do you dare call me a thief? Me? De Flandre, you are the one who betrayed the Byzantines' honor and plotted behind the backs of the Crusaders. Chosen the wrong side, boy. Good. That means we can finally settle this old grudge. Right now. Guten Tag, Herr Walking Disaster. Dich hat man ja schon lange nicht mehr gesehen. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ist denn der Typ? Da hinten ist er. Den will ich jetzt die ganze Zeit mit der Armbrust bearbeiten. Wenn der Typ mich jemand in Ruhe lassen würde, das wäre sehr freundlich. So, dann muss ich erstmal den Kleinen hier wegmachen. Da hinten sind nämlich jetzt mehrere Truppen. Das sind zum einen diese
Wikinger-Typen von Tatakios und die normalen Crusader-Typen von Flandre. Mit dem schieße ich jetzt einfach so lange in den Rücken, bis er tot ist. Oder bis ich keine Bolzen mehr habe. Ah, er ist tot. You won't defeat me. So, und jetzt muss man ihn einfach mit der Axt bearbeiten und hoffen, dass er schnell kaputt geht. Mann, dieser Speerheini nervt. Kann doch nicht sein. Wegen den Ads ist der Kampf halt auch ziemlich schwierig. Wenn die Ads auf mir kleben würden, könnte ich nichts machen. There's one nice thing I can cross off my list, the Flander. I've dreamt of seeing you eat dust. Tatakios, listen to me. De Montferrat covets the relic the princess possesses. She's in grave danger, and you won't be able to protect her without our help. You saved my life once again, but I do not trust you. Your words are a mask to your dark intentions. Don't be ridiculous, Tatakios. Don't you see that De Montferrat is our enemy? Who knows what he's got up his sleeve for these relics? We think he's going to use the crucifixion relics to carry out some kind of ritual of ascension. You must help us stop him, Tatakios. Lead us to the princess. What guarantee do I have that you won't turn against me at your first advantage? The word of a Templar. Our oaths are never sworn more than once. I will trust you then. What choice do I have? I want to believe, in the name of the princess, that I will not come to regret this. You won't, warrior. Then? Where did the Flander go? He got away. Something tells me we haven't heard the last of him, Esteban. So, jetzt sind eigentlich die ganzen schweren Level geschafft. Es sollten theoretisch nur noch relativ okay-mäßige Level kommen. Excubitorium kommt als nächstes. We're almost there. Forward. Jetzt ist der Neger auf meiner Seite. Das heißt, es gibt jetzt KFC für alle. Die KI von dem Neger ist teilweise auch besser als die von Esteban, weil der weiß, wo er hin muss. Ich kann aber mit ihm nicht interagieren, das ist dann immer ein bisschen blöd. So, ich glaube, ich muss darüber. Muss ich hier rüber? Ich hoffe es doch mal. Nein. Wo muss ich hin? Und das duckt noch ein Gegner, deswegen kann ich nicht weiter. Weapon is no more. Drüben sind noch Untote, die ich nicht brauche. So, jetzt müsste Tatakios auch schon dahin gelaufen sein, wo ich hin muss. Weil der ein bisschen schlauer ist, wie gesagt. Er kriegt aber alleine die Tür nicht auf, weil er keinen Curse hat. Eigentlich braucht er da keinen Curse zu. Das hier kann man nicht skippen, das hatte ich schon mal probiert. Ob man an die Gegner einfach vorbeilaufen kann, die muss man kaputt machen.
Weil hier gleich eine Cutscene kommt und der kann man, die kann man nicht starten, solange wie Tate Kiyos am Kämpfen ist. Das ist ein Zweihandschwert, wenn was hier lag. Das hasse ich immer, wenn die Zweihandschwerter einfach die spawnen. Ist ja nicht so, als wenn ich es bräuchte. Most valorous soldier, what happened? Speak! Tate Kiyos, I have never encountered such a monster. A man as powerful as he was evil, wielding fire as well as blades. I was no match for him. And Theodora? Where is Princess Theodora? I sent her to hide in the Augustaean Temple. No one will find her there. Thank you, brave warrior. Rest in peace. Knowing you have done all you could. Rest in peace, das heißt RIP in peace, du Bimbo. Hast du aber keine Ahnung von Twitch TV? So, jetzt habe ich eine Axt gefunden. Die Axt von dem super tollen Kämpfer, Fuzzi da. Esteban, I'm going to need your legendary strength. At your service, then! So. Hier muss man mit einer Räuberleiter hoch. Der Neger, der ist dann auf einmal schon oben. Also der hat anscheinend auch super Kräfte und jumpt da einfach hoch. Ist auch kein Ding, so 2 Meter springen. Mach ich auch locker. Noch was? Wir rennen mal gegen die Baumjäger. Das machst du hervorragend. So, da sind Schmiedertypen. Esteban, wo ist Esteban? Esteban. 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 Esteban, wo bist du? Was machst denn du? Komm her, du Idiot. Ich krieg hier allein die Tür nicht Esteban auf. Come give me a hand here. At your service, then! Und Walking, wie ist dein Progress bei Ozu? Kommst du gut voran? Genauso gut wie Nox, nehme ich an. Warum ist da Lava am Boden? Die war sonst nicht da, das macht doch keinen Sinn. Na gut, das ganze Spiel macht keinen Sinn. Gib mir das Zweihandschwert. Danke. Boah, Esteban hat noch was getötet. Bin ja stolz auf ihn. Ich mache den Fernseher nie an. Ich habe meinen Fernseher letztens sogar meinem Bruder geschenkt, weil ich den nicht brauche. Ich finde Fernseher sind total nutzlos. Hallo? Ja, gut, dass du so schnell reagierst, Spiel, wenn ich auf Laufen drücke. Nicht, dass... Achso, ich muss gar nichts machen. Gut. Macht das Spiel jetzt halt alles selber. Was ist jetzt mit dem Level? Ich hoffe doch mal. If the size of this door indicates what's lurking behind it,
I'd rather not meet the beast. No beast here, stranger. Only the might of an empire, and the sacred power of its holy people. The same nobility and ideals that you false Christians came to trample. Lente, call me a false Christian one more time, and enough, both of you. We have better things to do than quarrel like this. So, jetzt kommen noch 4 Level. 4 Level nur noch. Davon sind 2 jetzt ziemlich kurz. Das sollte ich eigentlich packen in einer halben Stunde. Princess Theodora. May God protect you until I can do so myself. Hey! Wait for me! Ist das jetzt schon das coole Level? Naja. Ah, schade. Das ist das Level, wo einfach mal random immer hier diese Gegner aufpoppen. Ohne Grund. Einer der wenigen Stellen, wo man diese Explosionsfähigkeit tatsächlich benutzen kann. Weil die Gegner alle so geklumpt stehen. Alles tot? Nein, natürlich nicht. Doch, das ist auch tot, das Vieh. Wie wäre es, wenn ich jetzt mal weiter darf? Geht doch. Lass mich erstmal warten, bis mein Curse-Balken voll ist. Hör auf mit dem Feuerscheiß, Esteban. Der ist nutzlos. Nehme ich. So. Speer ist okay. Esteban, come give me a hand. Be with you in a moment! Ja, Herr Nox, das sind alles Bastardos, aber im nächsten Level kommt erst der richtige Bastardos. Der ist eigentlich ziemlich cool. Der Master Bastardos. Tot. Los, Neger, zeig mir, wo ich lang muss. Ich muss zu dieser Tür. I'm not going to do this alone, Esteban. Be with you in a moment. Pointless Cutscene. Ja, ich weiß, dass ich da bin. Ich bin gerade durch die Tür gegangen auf dem Platz. Toll. So, hier liegen überall Waffen rum. Das heißt, Bossfight, Ink. 2 Händer bitte. Langschwert bitte. Ja, gut. So, rein hier. Princess! Thank God you're safe. Princess, mute or not, I see in your eyes the relief that my arrival is to you. Der einzige weibliche Charakter im Spiel. A thousand words. Und sagt nicht ein Wort. Princess, you have in your possession something of great importance. A holy relic of Christ. An object that is something like a crown. Please, can you point us in its direction? You can trust him, Princess. The word of a Templar is his bond. De Bale, I know you're in there. Hey, mein Freund ist wieder da. Last time I heard that voice, it was fading away as he was being crushed by a huge column. Don't tell me. De Bale, don't be a fool. We may yet find a way to come to a mutual agreement. Will you at least hear me?
Listen, Tatakios. Bonifaz no longer possesses any relics. Any threat he posed has been blunted. We need not fear going out to meet him. Ja, da hat er ein wenig gelogen, dass wir keine Angst haben müssen vor ihm, aber der Neger ist relativ vertrauenswürdig, beziehungsweise leichtgläubig. Er kommt einfach mit. Bonifaz, you've lost everything, and yet you still persist. How can you call for an agreement when you have nothing to offer? Nothing to offer? This will surprise you then. You see, while you struggled to find your princess, I worked to find what she hid. The Crown of Thorns. Bonifaz, I see only a cross. You fool. The crown fell to dust ages ago. Only its petrified thorns remain. Crown of Christ! So that was the relic we were looking for. Yes. To think, who would have thought anything of such a modest-looking relic? De Bail, you have been eager to learn of my motivations for a long time. I would like to introduce you to a friend. He is thrice your size and not much of a conversationalist, but I am sure you'll like him. After all, you've brought me the final piece of the puzzle I sought to solve. A direct servant of God. Yes, Dibay. Witness the true power of the relics. Jetzt wird das Spiel noch unrealistischer als vorher. Hell draws near. Of the unfathomed nether. You've been tiresome, De Bail. Time to put an end to this. So, De Bail, still not interested in reaching a mutual accord? I will give you the relics. Free Esteban! It seems you do know when to exercise discretion. Give me the relics. Now! Well, De Bail, I told you that you would like my friend. Get the impression that he likes you too. I'll leave you to your fun now. Esteban! You saved my life again, Dez. I may never be able to get things square with you. You've already done more than enough, Esteban, and there's more to come. I can't kill that thing on my own. Let's surround him, Esteban. So, Herr Nox, also gerade nach den Splits gefragt hast, das ist hier gerade Herc Smash. Hit its legs, Esteban! Well, I'm a little too short to strike his head, hombre! Und der Boss ist um einiges einfacher, als er aussieht. Man muss ihn einfach nur die ganze Zeit gegen die Beine schlagen. So wie der Iron Golem, dann fällt er um. Und dann schießt man Feuer herauf. Das kann man immer dreimal machen, dann steht er wieder auf und man wiederholt. Yeah.
find's gut, wie Esteban irgendwo rumrennt und diese kleinen blauen Teile kaputt prügelt. Die kein Schwein interessieren. Ich habe noch nicht einmal Damage genommen. Jetzt habe ich Damage genommen. So, sehr schwer. So, hier, stirben. Denz, I know those relics were very important to you. But thank you for saving my life again, amigo. It's the least I could do. I know you would have done the same. Lead the way, hombre. An old cobarde is probably waiting for us. If we can defeat his monsters, we should be able to take care of him too. Ja, jetzt ist man im Prinzip wieder am Anfang. Man hat jetzt keins von den Relikten mehr. Man hat jetzt im Prinzip den Neger verloren. Die Olle ist auch tot. Man hat nichts. So, nächstes Level, Courtyard. Das vorletzte richtige Level. Wir haben einen Moment zu verlieren. Onfra hat jetzt 3 Relics. Alles, was wir tun müssen, ist, unseren Weg zur Basilika, hombre. Traitors! Light up with the enemy! In hell! I must admit, I'm going to enjoy dealing with the Mumfra personally. Yes. The two of us will make him pay for his transgressions. Maybe I will crush him like his damn demon tried to do to me. I'm crushed by the weight of the innocent lives he has taken. Deaths of Theodore and Tetrakinos will not go unpunished. And justice will be served. Anxious. Guck mal, ob ich jetzt hier was Schönes einsammeln kann noch. Die Axt wäre ganz nett. Das Schwert nehme ich noch mit. So, wo sind denn die Archers? Ach, da oben. So. Noch irgendwo einer? Da ist noch einer. Das ist bei mir im Zimmer gerade so eklig von der Lichtstruktur her. Da kann ich die fast gar nicht sehen. Und noch ein paar normale Äumel. Die Axt sieht eigentlich ganz gut aus. Das sieht wenigstens mal aus wie eine Zweihand-Axt. Das andere Ding sah aus wie diese Pömpel, die sie bei dieser einen Ami-Sendung immer gehabt haben. Wie hieß denn das? Das, wo sie sich immer mit so einem Pömpel geprügelt haben, bis einer von der Matte fällt. Ich muss jetzt hier rüber, muss das Auto schieben. Komm, Esteban. Manipulate. Herr Walking, den Nightbot kann man nicht so einstellen, dass er alle 5 Minuten schreibt. Man kann, glaube ich, alle halbe Stunde einstellen, beziehungsweise alle 25 Zeilen, die geschrieben worden sind. Find a way to climb up this wall. We'll end up just in front of the entrance to the basilica. Well then, let the flames of hell aid us once again. Have you ever been to Syria, Esteban? I've even been to the Crac de Chevrier, Dance. I've traveled more than you seem to think. I haven't spent my whole life stealing chickens in the Spanish countryside. Maybe we should let them kill each other. Was ist hier los? Diese ganze Menge Zeug anprügeln. Ich finde diese Axt-Kombo seltsam. Manchmal macht er 5 Schläge, manchmal macht er 6. Eigentlich sollte es nur eine 5-Schlag-Kombo sein. Muss man jetzt hin? Muss ich da lang? Hm, sieht zwar nicht so aus, aber ich guck mal. Nee. Da muss ich bestimmt wieder hinten lang. Aber da drüben? Nee, da ist offen. Wenn man auf die Kette achtet, die Kette, die da hängt, die bewegt sich gar nicht, obwohl sie angeblich aufgerollt wird. Die hängt einfach still. Finde ich sehr gut. Extrem sexy gemacht. Jetzt geht das auf, dann muss ich jetzt dahin. Enter the Basilica. Das müsste jetzt schon das Ende von dem Level sein.
but the survival part is more important. Finde ich irgendwie komisch, dass die Level gegen Ende hin immer kürzer werden. Am Anfang sind sie relativ lang, dann wird es immer weniger. So, jetzt kommt das vorletzte Level. Und das Ende vom vierten Chapter. Why exactly would Boniface want to carry out the ritual here? It is a sacred place, so he won't be able to use the curse, right? I'm finally starting to understand Esteban. He's trying to bring the power of hell to Earth. And to do that, he needs sacred ground. Somewhere that acts as a gateway between the plane of the divine and our world. So what you're trying to say is that churches can work as some kind of portal? That may be possible indeed, Esteban. Montferrat could bring an entire army of demons through a place like this. And all that, thanks to the power of the relics. That's ridiculous. The relics of the crucifixion are pure. One would never be able to use them to do evil. Just as God allows evil to exist in our world, so too are his relics neither good nor evil, Esteban. They simply act as a vessel to those who would desire to use them. Omri, the only reason I would use them would be to prevent my soul from roasting in hell for eternity. Then let our blades rise from their sheaths, provided that they prevent de Montferrat from achieving his sinister ambitions. You! It's over, de Montferrat! Your army is all but ruined, and we have vanquished any men who would swear allegiance to you! Surrender yourself! My army is in ruins, you say? Are you so sure of that? An army of mortal soldiers was far too fallible. My new legions shall leave only embers and desolation in their wake. With these relics, I am able to summon the most powerful demons to this world. All without relying on the curse. When I find him, I'll give my condolences to Jean. One is no effortless task, but three, and without the curse, this is impossible! Did you remember our talk about warrior's honor, hombre? Yes? What of it? I think this would be the perfect time to forget all about it and find a way to escape. Nee, das ist nicht der final boss. Danach kommt noch ein Level. With or without the curse, we've got to find a way to defeat these things. We can't allow such monsters to have free reign in our world. So, hier rausfinden, was man machen muss, ist eigentlich relativ simpel. Steht auch da, man muss die jetzt unter diese komischen Kronleuchter locken und kaputt prügeln. Das Einzige, was dabei schwierig ist, ist dann zu den Schaltern zu manövrieren, mit denen man die Kronleuchter fallen lassen kann. Weil die Kamera duckt und Mr. Dance ist dann die ganze Zeit auf den Gegner getarget, lockt. So. Dann muss man erstmal irgendwie probieren, zu dem Hebel hinzukommen. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Madre de Dios! What a fight! So, das ist der nächste. Strong, Esteban. Mal gucken. Komm mit. Bestimmt da drüben. Steuert dich so kacke. So kacke. Da hinten. Immer wenn die Kamera sich bewegt, ist die Steuerung auf einmal komplett gedreht. Und das ist irgendwie ziemlich random, in welche Richtung die gedreht ist. Also es ist nicht mal so, dass man hier entgegengesetzten Tasten drücken muss, sondern man drückt einfach random irgendwelche Tasten und hofft, dass man ankommt, wo man hin will. So. Ich weiß nicht, warum die Kackviecher so schwach sind, aber irgendwie, wenn die auf den Boden prügeln, dann kommt zwar so eine riesige Schockwelle, aber die Hitbox ist kleiner als, weiß nicht, wenn man mit einem Dolch zuschlagen würde oder so. Können eigentlich gar nicht treffen.
Das macht nicht mal Schaden, wenn es trifft. Das ist irgendwie genauso hirnrissig. Das macht auch keinen Schaden. Ich verstehe es nicht. So. Let's go, Esteban. I couldn't have said it better myself. Let's get out of here. Ja, es ist ein bisschen schlechter programmiert als Dark Souls, aber es ist auch von irgendeiner No-Name-Firma. Ich meine, ich finde das Spiel nicht so schlecht. Es macht, wenn man es selber spielt, schon ziemlich Spaß. Und vor allem für die 3 Euro oder so, was es jetzt kostet im Steam, wenn es im Angebot ist. 3 Euro für so ein Spiel, das ist in Ordnung. So. Letztes Level nach Cutscenes. Please be kind enough to drop us off on the other side. Aye, but isn't your tunic a bit off, Templar? Well, I had to restore its nice red hue with what I had available at the time. If you catch my drift. Ah, I think I see, yes. Forget I asked. So Dens, our next stop is Syria, right? Yes, Esteban. You guide me there. Well, we have nothing left to do here, hombre. It's not like I've got any plans. Ah. With Merciful turned loose and Tatakios Lente slain, no one remained to organize the defenses of Constantinople. Wild with rage, the Crusaders pillaged, burnt, and massacred to their dark hearts' content. The city was sacked for 3 days straight, and vast quantities of priceless art and timeless texts were lost forever. The Crusaders committed many atrocities. They tore the jewels from chalices and overflowed them with sacred wine that fueled their drunken rampage. They broke down the altar of the Hagia Sophia and stole its ornaments. They brought pack mules into the churches to carry off the sacred vases, and they chipped silver and gold from the pulpits, the lecterns, and the doors. Greed consumed them. The Crusaders had sworn on their holy gospels to cross the Christian lands in peace. They had sworn they would never deviate from their path and would raise their weapons only against the Saracens. These oaths were trampled and corrupted with each act of barbarism they enacted. The crusade itself had been used as a political tool, a tool of greed and of death. It became an impious weapon, and it spilled innocent blood. After the seizure of Constantinople, the journey to Jerusalem was no longer feasible nor desired. De Montferrat was the natural choice to be crowned the new king, but he disappeared under mysterious circumstances, leaving the throne to his loyal right-hand man, Baudouin de Flanders, who was crowned Emperor of the Byzantine Empire May 16th, 1204. He respected the agreements with the Venetians and offered them 3/8 of the empire. As for Dens and Esteban, they reached the opposite shore of the Bosporus and took the road to Syria, leaving behind the chaos and injustice. The Spaniard had already traveled in these distant lands, thus he led my son into the unknown. Their destination was the Croix de Chevalier, now an antiquated fortress, the very same place where the tale of the cursed crusade began.
Thus, Dens now continues his quest for redemption, turning to a page of history that I have not yet read. So, that is the Croc de Chevrier. Yes. This fortress was erected by your Templar ancestors, and not even Saladin himself could take it by force of arms. Not surprising. It's huge. Do you think he's still here? There's only one way to find out. Wait. There's an evil presence in this place. It's powerful. Another one of your premonitions. Generally speaking, those are bad omens. He summoned us to kill you. Die! Dieses Level hier ist jetzt im Prinzip das, was im Intro zu sehen war. Im Intro sieht man, wie der Vater von Dance hier rumhängt. Das Intro konnte ich aber komischerweise nicht nochmal abspielen, weil als ich das hier auf Nightmare neu angefangen hatte, kam das Intro ja nicht. Von daher stellen wir uns jetzt einfach vor, wir wüssten, dass der Vater von ihm hier war. Kopf. Der Vater hat im Intro von dem Dalgae-Typen, den man im ersten Level im Prinzip killen muss, halt eins von den Relikten bekommen und hat sich damit irgendwo hin verpisst. Und wo genau wird dann halt nicht gezeigt. Aber du kannst ja, wenn du eh schon hier am Chatten bist, gerne deine Vermutung für das Ende der Story verlauten lassen. Wäre ich fast verreckt, weil mein Curse-Ball gerade war. Schwert kaputt. Das Einhandschwert. Das ist auch. Da liegt doch nur eine Zweihandachse. Da, danke. Ich habe im ganzen Spiel noch nicht einmal den Heal benutzt. Man kann sich auch heilen. Da ich keine Ahnung mehr, wo ich hergekommen bin. Hier bin ich hergekommen. Stirb doch mal schneller, du Zeug. Was ist denn mit dem scheiß Koffer? Schneller? Ja. Wenn man seinen Curse nicht durch die Upgrades aufs Maximum gebracht hat, ist das Level hier auch einigermaßen anspruchsvoll. Wenn man dann nicht die ganze Zeit einfach alles mit dem Curse wegprügeln kann. Und wenn Gegner blocken können und all sowas, ist es immer um einiges schwerer, als wenn sie es nicht können.
gut. Er haut mir mit 3 Schlägen das halbe Leben weg. Axt. Da ist ein Koffer. Da muss ich dann. Ich probiere hier gerade so ein bisschen mich zu beeilen, weil ich nur noch 12 Minuten aufnehmen kann. Weil man kann hier nur 2 Stunden Batzen auf YouTube rüberschieben. Ich bin bei 1,48. Ich werde dir nicht sagen, ob du richtig liegst, Nox. Das musst du schon selber erfahren. Weil die letzten 10 Minuten kannst du dir jetzt auch noch einziehen. Zack. Mit der Axt einfach mal ins Gesicht. Das Schild nehme ich mal mit. Oh, Schwert. Du bist auch tot. Fuck, warum hat sich das Game jetzt minimiert gehabt? Ist das jetzt alles im Stream noch gut sichtbar oder hat das jetzt was verändert? Lass mich durch. Geht's denn jetzt lang? Da drüben geht's jetzt lang. Aber das spielt viel. Hat keine Rüstung, aber hält so viel aus wie ein Auto. Gut, dass der eine Zweihandwaffe hat, dann kann ich mir wenigstens wieder was Neues mitnehmen. Kannst mir gerne Street Fighter geben, dann können wir es zusammen spielen, dann mach ich dich fertig. Auch wenn ich es noch nicht gespielt habe, ich fick dich einfach. Easy. Warum geht denn der Curse-Balken in dem Level immer so schnell runter? Ist auch normal.
ich habe nicht mehr viel Leben. Das ist nicht gut. Ich hätte ganz gerne schon ein bisschen mehr gehabt als zwei Balken. Ich wurde doch gar nicht so viel getroffen in dem Level. Warum habe ich denn nur so wenig? Ich will vielleicht zwei, drei Hits abbekommen. So, schnell in die Kathedrale rein. Das hier. I am not so sure. I want to know what's inside. Maybe it's time to turn around, then. Ah, that's such a bad habit. Kill me? What the? This man is not dead. Is he some kind of demon? No. He's only here to keep the portal open. This hole is nothing but a passageway. From hell, it's up to us to seal it. We have to purify it. Hurry up, Esteban. Das ist die einzige Taktik, die ich hier gefunden habe, die gut funktioniert. Das dauert zwar ewig mit dem Feuerexplosionsdingens. Dafür kommen die Gegner nicht so gut an einen ran. Und in dem Moment, wo ich sage, sind sie schon immer. Und ich bin tot. Los, Esteban, hilf mir. Schon wieder. Das ist doch so lame, wie soll man da jetzt was machen? Something else here. It's calling out. Could to we me. Stop those infernal creatures from coming? What else could you be feeling? I don't know what it is, but it is very close. Help me, friend. Zeit, wie eine Wand einzutreten. Eine rote Kiste. A handkerchief? We came all this way for a handkerchief? This is no simple handkerchief, Esteban. Not in a chest like this. Then perhaps it is a holy handkerchief. This handkerchief, as you keep calling it, is, if I'm right, shroud of Christ. The holy shroud itself. Es ist das Taschentuch von Jesus. It was most certainly my father who hid it here. Dens, there's some sort of scroll inside the chest. Do you think it is perhaps a holy? No, Esteban, it's just a scroll. My dear son, if you are reading these words, you have undoubtedly followed in my footsteps to this place, as I had hoped you would. To have found it, you have truly become a worthy man. Even in your youth, your mother and I loved to point out how you exhibited the makings of a Templar. Unfortunately, the situation at hand is grave. I am writing you this message because I was not able to free our family from the Templar's curse. Know that I tried, tirelessly. The eternal warring between Crusader and Saracen made things no easier for me. But I will not make excuses. I am not one of those men of court, troubled by the slightest vexations. I have taken the road to the south again. Not the one to Jerusalem, no, but the road to a place that your mother longed to see with her own eyes. You know the place I am referring to, do you not? Take this relic, the Holy Shroud, and meet me there. I shall await your arrival. You must also beware of Boniface. That malefactor must never lay his hands on the relic. I entrust this task to you. The peace of Christ be with you, my son. The place my mother used to dream of seeing. Feline with a man's face. Is that the Sphinx of Giza? That's in Egypt. Cairo. Yes. Enz? I'm listening, my friend. You know you have a relic now. Maybe now
you can finally undo the curse that has fallen upon your family. Perhaps I could, yes. But beating the curse today would be pointless. Without my father, I'll never reclaim our land and castle. And the honor of my family would be soiled forever. You, Esteban, you have no reason to follow me any further. You have done deeds far greater than repaying any sort of blood debt. Take this relic, and with it, free your soul. There's no time to waste, hombre. The road to Cairo will be long, and I won't let you savor killing all those demons on your own. What's worse, you know what happens when me and my lucky star are not around. You get yourself into trouble. Ha! As if things are any different when you're around. This desert is going to kill us if we are not careful. Fear not. Deserts, you know. I've traveled through my share of them. And this one doesn't scare El Señor Noviembre. Any more than the others, anyway. The tactful Esteban has, in fact, not changed one bit. It seems the desert is not the only thing that may get us killed. Boniface will never give up. He'll always be a step behind us. Or your father. Well then, let's not drag this out, my friend. I can't let him find my father before we do. Heul nicht rum, Nox. Games mit vielen Cutscenes sind cool. Ich mag sowas. So, und jetzt kommt noch der epische Schluss. Die Auflösung von allen Problemen. Die letzte Cutscene. The year is now 1204 in the month of May. I've hidden the relic that Boniface so desperately seeks inside the imposing walls of the Croc de Chevalier. Could he find it there? While in my heart I know that is a possibility, I can only pray he does not. The reason I hid it there was as a means to deliver it unto my son. I believe in Dens. I know he will not disappoint me. Alas, Boniface. He surely believes that I am still in possession of the relic. I know that he is ever stalking my shadow, and so time is of the essence. That is why I travel now not to Jerusalem, where he would know to look, but to Cairo, in hopes that I might finally reunite with my son. My old friend, it has been such a long time. Suddenly, I find myself wondering if perhaps I underestimated my old adversary. Boniface de Montferrat, is your crusade finished? Not quite. I'm still missing a thing or two. You know of what I speak. What I know is that you are no match for me. You are no more than an old relic yourself, Jean de Bale. Your strength has waned since the days when we fought side by side. I have lived well. I regret nothing. Bah! Offenes Ende. It's okay. Beziehungsweise eigentlich sollte noch eine Fortsetzung kommen, aber ich glaube, die Entwickler sind mittlerweile pleite. Von daher kommt da nichts mehr. Ist eigentlich schade. Wenn man schon den ersten Teil hat, dann könnten sie auch ruhig noch einen zweiten machen. Aber na gut. Das war's. Kriege ich erst mein Achievement bitte? Ich möchte bitte mein letztes Achievement für das Spiel haben, damit ich sagen kann, ich habe alle. Na gut, ich krieg das jetzt eh nicht als 2-Stunden-Part auf YouTube, sondern muss es splitten, also lasse ich die Credits einfach nur durchlaufen. Naja, ich denke mal, es ist im Prinzip nur so gekommen, weil dass sie jetzt angefangen hätten zu kämpfen und dann wäre auf einmal Dens da gewesen und hätte seinem Vater geholfen.
Und dann hätten sie die Typen vermöbelt. Und dann wären sie zusammen auf die Suche gegangen nach den restlichen Relikten, falls es noch welche gab oder so. Oder natürlich, er kommt da an. Sein Vater wird gerade umgebracht. Und der andere Typ verpisst sich. Und dann will er natürlich Rache. Und dann muss man nochmal 20 Stunden hinter dem herjagen. Und killt ihn dann am Ende. Da hat man alle Relikte, baut sich da draußen einen riesigen Pommes. Und dann isst man den Pommes. Naja, gut. Ich habe jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich warte jetzt einfach nur, ob ich mein Achievement kriege. Falls irgendjemand auf YouTube einen Wunsch hat, was ich mal streamen soll, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Eine bessere Qualität als für das hier kriege ich aber sicherlich nicht raus, wegen dem Upload-Speed und so. Ach ja, stimmt. Der fliegende Schinken fehlt noch. Ja, in Wirklichkeit ist der Vater der fliegende Schinken. Das ist nämlich seine Curse-Form. Der wird dann einfach zum Schinken. Ich glaube, wenn sie dieses Curse-Element komplett rausgenommen hätten, dann wäre das Spiel auch wesentlich besser geworden. Weil diese ganzen Orte, wie das Krack de Chevalier und sowas, die gibt es ja alle auch in Wirklichkeit. Das ist meiste, was in dem Spiel passiert, gibt's, glaube ich, wirklich, oder gab's so. Und dann haben sie es mit dem Curse-Scheiß so ein bisschen versaut. Jens Knauber. Steffen Böhme. Das klingt schon alt hier so nach richtig qualitativen Namen. Santiago. Ufuk Fernandes. Ist das ein deutsches Entwicklerteam? Das klingt alles irgendwie ziemlich deutsch. Daniel König. Das würde natürlich erklären, warum das Spiel so schlechte Bewertungen gekriegt hat, weil es von deutschen Entwicklern sein könnte. Alles, was deutsch ist, hat schlechte Bewertungen. Es ist zwar nicht so schlecht wie deutsche Kinofilme. Aber, naja. Ich glaube, wenn ich dafür 60 Euro bei Release bezahlt hätte, dann hätte ich mich auch ein bisschen geärgert, weil das Game... Ich weiß nicht, es ging jetzt 6 Stunden oder so. Beim ersten Mal habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber es ist ja trotzdem nicht so viel. Aber für die 3 Euro, die es mich jetzt gekostet hat, finde ich es ziemlich gut. Audioberlin.com. Könnte man eigentlich mal gucken, was es auf audioberlin.com so gibt. Nehmt das einfach als Werbung hin hier. Jean-Baptiste Saint-Paul. Ein einziger Sound-Engineer, deswegen hat das Spiel auch nur ein Musikstück. Was einfach immer wiederholt wird. Ich mag das Musikstück zwar, aber wenn man nur eins hat auf so ein ganzes Spiel, ist es trotzdem ein bisschen sehr wenig. Mann, wie lange geht das denn hier noch? Das Spiel war jetzt nicht so aufwendig, als dass da eine Million Leute genannt werden müssten. Ja, das sieht nach dem Ende aus. Kriege ich jetzt wenigstens mein Achievement? Komm, Steam, gebe es mir. Game is being saved. Habe ich das jetzt? Natürlich habe ich es nicht. Gut, dann muss ich vielleicht noch irgendeine Cutscene oder sowas nochmal machen. Aber egal, das war's. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.